Guten Morgen aus Rathen. Ich bin schon 3 Stunden hergefahren und jetzt geht es durch die Schwedenlöcher hoch zur Bastei. Kommt mit! Vor mir liegen rund 5 Kilometer Weg und einige Höhenmeter. So wie es aussieht, sind nur wenig andere Wanderer unterwegs. Genau so habe ich mir das vorgestellt. Den kleinen Kurort Rathen in der sächsischen Schweiz lasse ich schnell hinter mir und folge dem Grundbach bzw. Amselgrundbach hinein in den wunderbar bunten Herbstwald. Die ersten markanten Sandsteinfelsen sind auch schon zu sehen. Mein erstes Ziel ist der Amselsee, ein Stausee, der noch gar nicht so alt ist. Der rund 540 Meter lange See wurde im Dezember 1934 fertiggestellt und entwickelte sich schnell zu einem bei den Touristen beliebten Ausflugsziel. Er ist ja auch nur wenige Minuten vom Kurort Rathen entfernt. Im Sommer kann man hier sogar mit einem Ruderboot über den See fahren. Jetzt, Anfang November, sind nur ein paar Enten unterwegs. Es gibt auch einen Seerundweg. Über dem Amselsee thront übrigens ein Felsen, der nicht nur wie eine Dampflok aussieht, sondern auch Lokomotive heißt. So schön wie es hier ist, habe ich doch noch ein paar andere Ziele vor mir und wandere deswegen weiter durch den Herbstwald. Es geht immer weiter am Bach entlang, leicht bergauf, bis zum Abzweig zu den Schwedenlöchern. Folgt ihr dem Weg noch weiter nach oben, kommt ihr zum Amselfall. Den lasse ich aber heute aus und begebe mich gleich in die Schwedenlöcher. Endlich mal wieder Treppen steigen. Aber es sind noch ein paar. Vor mir liegen noch über 700 Stufen. Wie immer ist jede Stufe individuell und keine gleicht einer anderen. Bis ins 17. Jahrhundert hieß die Schlucht hier Blanker Grund und war nur schwer zugänglich. Im Dreißigjährigen Krieg zerstörten schwedische Soldaten das nahegelegene Dorf Rathenwalde, sodass die Bewohner fliehen mussten. Sie flohen mit ihrem Hab und Gut hier in die Schlucht. Die Schwedenlöcher entstanden übrigens durch Erosion des weicheren Sandsteins. Erste Wege für die Holzgewinnung wurden um 1780 angelegt. Die touristische Erschließung folgte erst 100 Jahre später. Die letzte umfangreiche Instandsetzung der Schwedenlöcher erfolgte Ende der 1960er Jahre, weswegen es bis 2024 immer wieder zu Sperrungen kommt, weil gerade alle alten Beton- und Metallbauteile erneuert werden. Die Holzstufen sind alle 7 Jahre dran, denn in der Hauptsaison laufen täglich bis zu 2000 Menschen die vielen Stufen auf und ab. Im Jahr sind es rund 150.000 Besucher. Heute scheint es ziemlich ruhig zu sein in der Schlucht, die teilweise aus breiten und teils aus sehr schmalen Abschnitten besteht. Die Schwedenlöcher gehören zu den beliebtesten Ausflugszielen in der sächsischen Schweiz. Kann nicht mehr weit sein. Hier sind sehr viele Leute unterwegs. Ganz anders als unten beim Einstieg. Mittlerweile habe ich ungefähr 2/3 der Stufen erklommen. Es kommen mir immer mehr Menschen entgegen, die sich alle fragen, wie sie die ganzen Stufen wieder nach oben gehen sollen. Ich bin lieber still und verrate nicht, dass bis ganz unten noch 500 Stufen vor ihnen liegen. Ich gehe die Schwedenlöcher lieber nach oben. Das finde ich gemütlicher, als 700 Stufen nach unten zu hopsen. So habe ich außerdem viel mehr Zeit beim Durchatmen, ein paar Details zu entdecken. Insgeheim hoffe ich aber, dass jede Treppe, die vor mir liegt, die letzte sein könnte. Und dann sehe ich plötzlich die Sonne durch die Bäume schimmern. Das heißt, es ist wirklich nicht mehr weit.
die Treppe, hinter der die Treppen zu Ende waren, habe ich hinter mir gelassen. Und vielleicht sehe ich mein Ziel. Dort hinten geht es zur Pavillon-Aussicht. Der sollte dir unbedingt einen Besuch abstatten, denn die Aussicht auf die Bastei und die umliegenden Felsen, den Lilienstein und ein paar andere Berge ist wirklich sehenswert. Vor allem jetzt im Herbst mit den ganzen bunten Bäumen, die einen sehr schönen Kontrast zu den grauen Felsen bieten. Der Name Bastei steht heute für das komplette Plateau mit allen Bauwerken, die sich darauf befinden. Ursprünglich bezeichnet er aber nur den ehemaligen Felsvorsprung mit Eisengeländer, der jetzt von der Anfang 2023 neu eröffneten Bastei-Aussicht überbaut wurde. Hier stehen die Leute in Scharen auf der Plattform. Da ich mich auch wegen dieses Ausblicks für eine Wanderung hier hoch zur Bastei entschieden habe, werfe ich natürlich auf jeder Seite einen hart erkämpften Blick ins Tal. Naja, ich weiß nicht so ganz, was ich davon halten soll und begebe mich auf den nicht weit entfernten 257 Meter hohen Ferdinandstein, von dem man die beste Aussicht auf die von bunten Bäumen umringten und von Touristen bevölkerten Basteibrücke haben soll. Die Brücke ist übrigens fast 77 Meter lang. Die erste Brücke war aus Holz und wurde 1825 errichtet. Die heutige steinerne Brücke steht hier seit 1851. Die Bastei ist das älteste und bedeutendste Tourismuszentrum in der vorderen sächsischen Schweiz. Seit über 200 Jahren pilgern die Touristen hierher. Am Ende der Basteibrücke durchschreitet man das Neuratener Felsentor, was ich tatsächlich mit nur wenigen Menschen aufgenommen habe. Kaum bin ich die ersten 35 Treppenstufen nach unten gegangen, ist es schon wieder gar nicht mehr so voll. Ich steige jetzt ab nach Rathen. Es geht steil bergab. Und unterwegs entdecke ich sogar noch ein paar Pilze. Von denen gab es heute nur sehr wenige zu sehen, obwohl alles schön feucht war. Vielleicht war es den Pilzen einfach zu kalt? Da oben war ich vor ein bisschen über einer halben Stunde noch. Jetzt bin ich wieder hier auf der Seite vom Bahnhof. Da drüben mit einer Rasen. Ich hoffe, ihr hört mich trotzdem. Das war's mit diesem Video. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Schaut mal hier, war ich vor genau einem Jahr in der Sächsischen Schweiz. Und hier unten gibt es auch aus der Sächsischen Schweiz die Kirnitztalbahn. Also dann, genießt eure Zeit und entdeckt was Schönes.